viel Spaß. Teilweise mehrmals von der Leitstelle abmelden müssen. Das heißt, der Rettungswagen dieses Krankenhaus nicht mehr anfahren kann, weil dort personell eben nicht alles auf Höhe ist. Würden Sie sagen, dass da ein Gesundheitssystem, eine Intensivstation überlastet ist? Oder ab wann ist für Sie eine... Ja. Natürlich ist das alles eine Überlastung. Okay, und wenn Sie das verhindern wollen, dass es Ihre oberste Priorität ist, dann frage ich mich, was macht die Bundesregierung jetzt die ganzen Jahre? Was ist jetzt nicht ein Problem von Corona, das ist ja schon ein Problem seit Jahren. Aber gerade bei Corona hätte man merken müssen, okay, wir gehen jedes Mal unvorbereitet in diese Herbstwelle und alle sind erschrocken, oh Gott, wir haben gar kein Pflegepersonal. Und im Sommer redet darüber niemand und deswegen frage ich Sie, worauf warten Sie noch? Weil wir reden jetzt über Masken, wir reden über Tests, wir reden über Impfung, alles ganz schön, aber Sie haben auch die Verantwortung, dass Sie den tatsächlichen Versorgungsengpass, nämlich den Personalmangel, beseitigen. Weil immer, wenn ein Grundrichter eingegriffen wird, was ja immer wird, muss man nach meinem Rechtsverständnis immer dafür sorgen, dass das Mittel geeignet ist und auch die mildeste Variante. Wenn ich aber die tatsächliche Ursache nicht beseitige, nämlich den Personalmangel, wie rechtfertigen Sie dann immer wieder Lockdowns, denen es jetzt nicht geben wird, aber vorher Masken und so weiter. Und dann erfahre ich in dieser Pressekonferenz, dass es nicht mal genug Daten gibt. Also Sie greifen in Grundrechte der Bürger ein und betonen immer, dass alles zum Wohle der Menschen geschieht. Und dann haben Sie nicht mal Daten an der Hand, wo Sie evaluieren, also auswerten können, ob diese Maßnahmen überhaupt zielführend waren. Da fasse ich mir einen Kopf. Wir sind im dritten Jahr der Pandemie, Herr Lauterbach. Im dritten Jahr. Das Kommentarfeld gehört euch feuerfrei. Gebt mir ein Like und abonniert.